Wir werden heute das Finale der Brawler WM 2019 spielen. Das wird richtig, richtig krass. Oh mein Gott, was? LOL. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Leute, heute geht tatsächlich wieder die Brawler WM 2019 weiter. Wir werden heute das Finale der Brawler WM 2019 spielen. Das wird richtig, richtig krass. Genau, Leute, ihr hört, der Artewax ist auch wieder dabei. Was geht? Hallo. Genau, Leute. Also hier seht ihr auch den Turnierbaum. Wir werden heute mit dem Viertelfinale beginnen, Leute. Ihr seht hier die Paarungen. Ich bin gerade noch bei Colt vs. Tick eben kurz davor, genau. Ansonsten Genie vs. Bibi, Scheißboxer gegen Pam und Frank gegen Shelly, Leute. Das sind richtig heftige Games. Wir spielen immer Hinspiel und Rückspiel. Das heißt, auch hier wird es eben recht fair sein. Und wir werden uns heute bis zum Finale durcharbeiten, Leute. Wird richtig krass. Lasst es schon mal gerne jetzt ein Like auf diesem Video da. Und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Game direkt rein. So, Leute, ich zeige es nochmal schnell. Und zwar spielen wir das Ganze heute wieder mal gegen Artomax. Er ist sehr, sehr ähnlich von seinen Stats, vom Level und von den Trophäen. Ist daher ein sehr guter Gegner. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Das erste Spiel heute lautet Genie vs. Bibi. Ich nehme jetzt einfach mal Genie zuerst. Und Leute, ihr könnt immer gerne mittippen, wer euer Favoriter ist. Wer glaubt, ihr kommt immer weiter und so weiter. Wir starten mal rein. Ich bin gespannt. Und ja, die anderen gehen dann immer ins Tor, Leute, und halten sich raus. Es geht nur um das Battle der einzelnen Brawler hier. Und, ah, okay, interessante Taktik schon mal hier. Ja. Oh. Nein, was mach ich? Oh Gott, Digga. LOL. Nein. LOL. Wir haben beide... Alter, wir haben so verkackt beide, Leute. Ich sehe den Flame jetzt schon. So. Er ist im Greifen da. Oh, oh. Oh. Oh mein Gott. Junge, was war das denn hier, Leute? Also das ist schon mal ein sehr, sehr chaotischer Start. Ich weiß nicht, wie das eben passieren konnte. Aber ihr wisst, die Stimmung ist auf jeden Fall hier sehr, sehr aufgeheizt. Und da können auch schon mal die ein oder anderen Fehler unterlaufen. Das ist gar kein Problem an sich. Es steht noch 0-0, ich würde sagen. Ja gut, du hast ein Knockback, ne? Halt, das ist halt schwierig, sag ich mal. Du hast es nicht gesehen. Ich hatte nämlich einmal daneben geschlagen. Du hättest nämlich... LOL. Okay, na, da dann raufgehen müssen, weil ich halt dich dann nicht mehr wegnocken kann. Ne? Oh, ja, das stimmt natürlich, Leute. 1-0 für den Artemax. Mies, das habe ich auf jeden Fall nicht gesehen gehabt, muss ich sagen. Ne, Leute, an sich ist Bibi schon Favorit hier, würde ich echt sagen. Es ist... Ja, nee. Da kann ich nichts machen, Leute. Da kann ich wirklich nichts machen. Klare Vorteile hier wirklich bei Bibi, hat man gesehen. 2-0 steht es schon mal im Hinspiel, aber das Ganze gibt es nochmal als Rückspiel, damit sich eben entscheidet, wer kommt ins Halbfinale. Let's go, ich nehme jetzt Bibi. Das Hinspiel startet, Leute, das Rückspiel startet. Oh mein Gott, komplett lost. Egal, wir schauen mal, Leute, ob ich das Ganze jetzt auch nochmal packe mit der guten Kneipenschlägerin. Also ich denke mal, meine Chancen stehen natürlich ganz gut. Das, ja, ich denke halt schon, ja, okay, jetzt hat er den Pool, Leute, aber... Wird mich trotzdem nicht holen können. Ja, war aber sehr knapp, Leute, tatsächlich. Und damit ist das 1-0 für Bibi schon mal da. Okay, das sieht jetzt mega, mega gut aus, natürlich für Bibi. An sich ist das halt eher nicht möglich. Ja. Oh mein Gott, Leute. Komplett OP an der Stelle wieder mal. Ja, also da ist auch schon wieder das 2-0 für Bibi tatsächlich. Damit ist einfach mal Bibi im Halbfinale. Wird jetzt eingeblendet. Richtig, richtig krasse Leistung schon mal. Und ich würde sagen, das nächste Game, seht ihr auch, ist Colt vs. Tick. Also das ist auch ein sehr interessantes Spiel. Ich würde sagen, wir nehmen mal als erstes Colt. Hast du eine Vermutung? Also ich bin mir gar nicht so sicher tatsächlich, wer hier gewinnt. Also ich weiß, dass ich die Vermutung habe, dass du mir noch 5 Euro geben musst, weil Bibi vorhin gewonnen hat, aber... Okay, so sieht das also aus hier. Ja, klar. Ja, das wird... Oh, nee, das ist... Oh, ja. Nice. Okay, 1-0 für Colt. Dass ja hier noch theoretisch viel passiert könnte. Oh mein Gott, nein, knapp. Knappes Ding, ziemlich, ziemlich schwierig. Lass euch auch nicht verwirren von den Dynamics hier. Ja, nee, okay. Das zum Glück ging nicht mehr durch. Komm, wir passen mal hier. Leute, nein, das ist... Es ist halt echt schwierig. Hier, die Map ist halt auch zufälligerweise sehr gut für Tick. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet bei der Auswahl. Oh, reicht das noch, reicht das noch? Ich glaube schon. Bitte nicht. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, als ob. Hä? Ich dachte, ich kann wirklich durchlaufen gerade. LOL. Das hätte ich jetzt nicht gedacht gerade. LOL. Ja, okay.
Mal schauen. Ja, wird ein bisschen schwierig mit 3000 Leben da durchzulaufen, sag ich mal. So. Alter, ich kann mir auch schon das Battle vorstellen, falls es so weit kommen würde. Scheiß Boxer gegen Tick, also das ist ja... Okay, ja. Oh! Was? Was? Oh mein Gott. Kein Ende in Sicht. Es geht, wie soll ich denn ein Tor... Ja, jetzt muss ich es mal, ich muss es wagen. Ja, jetzt. Muss ich dir... Die Stunde der Wahrheit ist gekommen. Nein. Schieß. Oh, was? Alter, steht 1-1, Leute. Was für ein krankes Game hier schon wieder. Was für ein krankes Game. Ja. Oh, nein. Okay, Verlängerung, Leute. Aber ich sag euch mal, ich sag's euch mal so, ne? Also, Atomax muss mich auch erstmal hier Daumen bekommen, bevor ich hier nicht das Tor schieße, Leute. So sieht's nämlich aus. Boom! 2-1 für Cold, Leute. Das war aber echt ein mega heftiges Game. Und ich würde sagen, das drehen wir jetzt nochmal um. Ich nehme Tick. Let's go. Vielleicht schaffe ich das ja auch sogar mit Tick, Leute. Man weiß es nicht. Das gab es tatsächlich alles schon bei der Brawler WM. Da gab es sehr, sehr viele Überraschungen auch. Oh mein Gott. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, warum ich mir gerade den Ball eigentlich geholt habe. Also... Den Sinn davon verstehe ich auch nicht so ganz. Ah, fuck. Nein! Okay, ja, das ist dann wohl das Tor für Cold an der Stelle, Leute. War, okay, ich muss das definitiv anders machen als eben. Das war wirklich nicht optimal. Okay, dann versuch's mal auf die andere Weise, sagen wir mal. Oh, okay, krass. Er hat viel Damage gemacht, Leute. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Und, yep. Ah, nein, oh mein Gott, schade. Aber, ja, ich habe den Kill. Oh, nice, Leute, da ist das 1-1 tatsächlich. Alter, was sind das für Games, Leute? Tatsächlich, wenn jetzt Tick das 2-1 macht, dann hätten beide 2-1 gewonnen. Das hätten wir dann als erstes Mal tatsächlich auch. Aber wir schauen, wie es ausgeht. Mal schauen. Ja, ist halt schwierig, ne? Ist halt schon schwierig. Ein klein wenig schon. Ah, ich glaube, das hättest du nicht machen dürfen. Ja, wir werden sehen. Oh mein Gott. Leute, da ist das 2-1 für Tick. Oh mein Gott. Okay. Leute, wir haben jetzt tatsächlich den Fall, dass beide 2-1 gewonnen haben. Sprich, es geht in die Verlängerung. Wir müssen ein drittes Spiel ausspielen. Und um jetzt festzulegen, wer Tick nimmt und wer Cold nimmt, damit es halt jetzt fair ist, machen wir das halt per Zufallsprinzip. Und dann, die Nummer, die du sagst, das musst du spielen. Ich nehme Tick. Nein, ich nehme die 1. Du nimmst die 1 und das ist tatsächlich Tick. Oh. Okay, Leute, er hat Tick hier in der Verlängerung. Das müssen wir jetzt nochmal schnell ausspielen. Krass, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es hier nochmal dazu kommt. Let's go. So, wir starten rein. Mal schauen, ob du jetzt das Game mit Tick gewinnen kannst. Also ich habe es ja mit Tick gewonnen, tatsächlich. Lex am Start gerade. Oh, okay, das ist natürlich mies. Ja. Oh. Oh, nein, was? Das war doch die Mine die da noch lag, ne? 2.0 Game wie vorhin. Ja, oh mein Gott, Alter. Oh. 40 okay, Minuten Video incoming. So. Da sind wir wieder, was machen wir jetzt? Also, ja, wir haben... Eben hast du es ja geschafft, so durchzulaufen, aber... Johnny? Digga, das irritiert voll. Nein. Okay, dodge, aber es ist halt schwierig einfach zu dodgen, also... Tick ist sehr, sehr schwierig zu dodgen, finde ich. Also die Minen teilweise. Okay. Oh, wir werden sehen. Ja. Hol ihn dir. Nein, mach das nicht, nein! Oh mein Gott. Stark. Okay, Leute, Alter, als ob es in der Verlängerung auch 1-1 steht. Das ist ja so krass. Okay. So. Ey, Mann, Junge, was ist das denn? Oh, das war nicht schlecht, aber... Das war wirklich nicht schlecht. Oh nein. Oh, ganz, ganz schöne Ult hier, Leute. Jetzt bloß kein Risiko eingehen. Und da ist das 2-1 für Cold, Leute. Es ist Cold erst weiter. Richtig heftig. Ja, damit ist Tick an dieser Stelle auch raus. Krass. Ich würde sagen, Leute, wir fucken gar nicht lange drumherum und starten mit dem nächsten Game herein. Und das ist dann tatsächlich der Scheißboxer gegen Pam. Wir starten mal rein. Scheißboxer gegen Pam ist die Map. Und ja, die Map ist da tatsächlich auch vielleicht für Pam ganz gut geeignet. Wobei, ja, auch nicht unbedingt natürlich. Mhm. Wir werden sehen. Aber ich denke... 2-0 wird das, denke ich. Okay, das war nicht so gut von mir gemacht gerade. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Oh, okay.
Lol. Okay, ey, wenn du schon wieder jetzt Clash Games mir Nachrichten schreibst, Leute. Dann ist aber... Ey! Was ist denn mit Clash Games los? Ey, Leute, schreibt jetzt mal in die Kommentare Hashtag Clash Games der Spammer. So. Okay, mal schauen. Ist auch nur ein Mensch. Ja, okay, jetzt... Oh, ich hoffe, dass es reicht. Ja, 1-0 für den scheiß Boxer, Leute. Richtig nice. Weiter geht's auf jeden Fall. Ich hoffe, Clash Games lässt bitte auch ein bisschen in Frieden hier bei der Brawler WM. Auf ein letztes. Na, das sieht schon mau aus, oder? Also, da würde... Shit, ja, ich wusste nicht, was ich machen soll, Leute. Okay, war auf jeden Fall sehr stark gemacht. 1-1 steht es, Leute. Ja, und ich glaube, an der Stelle, Leute, ist es das auch für den scheiß Boxer 2-1. Richtig nice. Let's go mit deiner Rückrunde dann auch. Rückrunde startet. Was ist dein Tipp? Hat Pam noch eine Chance, hier weiterzukommen? Ich gehe mal nicht von aus. Bitte Johnny Tails ins Tor. Du gehst nicht davon aus, dass Pam eine Chance hat, okay? Nee, also ist schwierig. Also sobald halt El Primchen seine Ulti... Ah, scheiß Boxer. Oh! Das wird rausgekartet, Leute. So. Hoffe ich doch. Du hast so am Ende gemerkt, oh shit, was habe ich da gesagt? Da war hier irgendwie... Ja, was habe ich da getan? Ah, nein! Oh mein Gott. Okay, das war klar auf der Seite von dem scheiß Boxer. Puh! Ja, moin, okay. Das ist echt krass. Na gut, dann wird jetzt nicht mehr viel gehen, sag ich mal. Ja, 2-0 für den scheiß Boxer. Eindeutige Sache, Leute. Der scheiß Boxer ist ins Halbfinale gekommen. Und jetzt wird es richtig spannend, Leute. Shelly versus Frank. Tatsächlich ist das eines der interessantesten Duelle auf jeden Fall bisher, würde ich sagen. Ich nehme als erstes mal den Frank, Leute. Und dann let's go. Ich habe tatsächlich als Star Power die neue genommen, dass Frank mehr Leben hat. Weil, ja, es ist ja so, dass eigentlich... Was bringt es, 10 Sekunden mehr Schaden zu machen, wenn ich ihn kille? Weil es wird so schnell wahrscheinlich eh nicht mehr dazu kommen. Dass ich wieder zu ihm komme, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ey, das ist aber richtig mies hier, dein Move. Das ist aber richtig mies hier. Alter, das ist ja richtig eklig, Ulti aufladen hier. Assi-Making hier. Ja, das ist wirklich unter aller Sau, du. Okay. Unterste Schublade in Kampf. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh. Okay. Das ist schon mal safe, das erste Tor. Also wenn du... Du hast ja auch deine Freunde hier an der Seite, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, habe ich nicht viel machen können, Leute. Ist halt einfach auch klar, dass... Shelly hat einen Tick mehr Range tatsächlich einfach. Und oh! Oh, was? Nein! Nein! LOL! Alter, lol. Okay, krass. Da habe ich einfach nochmal das 1-1 sogar hinbekommen. Krass, also dass da die Ulti durchging. Nicht schlecht, Leute. Oh mein Gott, yes! Yes, Alter, das gibt's nicht. Leute, es gibt's einfach nicht. Ich habe mit Frank, glaube ich, das 2-1, wenn das jetzt noch reicht. Und... Ja. Oh, okay. Oh. 2-1 für Frank, das hatte ich jetzt nicht gedacht. Krass. Leute, das drehen wir jetzt nochmal um im Rückspiel. Let's go. Okay, Leute, mal schauen, wie es hier weitergeht. Ich mache jetzt einfach mal denselben Move wie du. Dann siehst du, wie nervig das ist. Nix kann er hier. Genau. Ja, so einfach machen wir das DIY auch nicht hier. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Leute, da habe ich die zweite Ult sogar nochmal rausgehauen auf Ehre. Und da ist das 1-0 für Shelly. Wir werden sehen, wer weiterkommt. Ja, beides ist hier tatsächlich noch möglich. Ja. Ja, oh mein Gott, nice, Leute. Okay. Wie konnte ich eben mit Frank gewinnen, ist die Frage. So, 2-0 steht es für Shelly, Leute. Und damit ist tatsächlich sogar noch Shelly weiter, obwohl hier der gute Frank, also ich habe mit Frank 2-1 gewonnen, aber Shelly ist wegen der besseren Tordifferenz weiter. Ja, und damit 2-0 für Shelly, Leute. Jetzt ist es eben so, dass wir das Viertelfinale gespielt haben. Jetzt wird es richtig spannend, Leute. Wir spielen das Halbfinale. Wer kommt ins Finale? Ich würde sagen, das erste Game haben wir natürlich hier mit Bibi versus Cold. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein. So Leute, wir starten mal rein. Ihr habt es gesehen, das Halbfinale startet, das erste Halbfinale. Es ist richtig, richtig krank. Ich bin mal echt gespannt. Also, ja, eigentlich denkt man, Bibi hat natürlich hier einen klaren Vorteil. Aber, ja, trotzdem, auf jeden Fall wird das hier spannend, würde ich sagen. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall krass, Leute. Bibi macht so viel Damage, das ist echt krass. Und ja,
Ah, okay. Ja, Leute, da konnte ich nicht so viel machen. Auch wenn ich den Ball jetzt noch weggehauen hätte, irgendwo hin. Ja, 1-0 schon mal für Bibi. Okay, wie geht's weiter? Oh, lol. Nein! Oh mein Gott! Okay, stark gemacht, muss ich sagen. Stark gemacht. 2-0. Shit, ist hier easy wirklich für Bibi. Krass, Leute. Kommt Bibi ins Finale? Ich bin gespannt. Rückspiel kommt jetzt. Okay, Leute, Rückspiel startet. Hat Colt noch eine Chance oder nicht? Wir werden es sehen. Und dann, ja, mal schauen, mal schauen. Oh, okay. Man muss schon aufpassen hier natürlich. Okay. Also an sich, Leute, glaube ich doch, Bibi hat hier sehr, sehr gute Chancen natürlich auch. Auch wenn ich sie jetzt spiele, weil einfach... Ja, Leute, guck mal, wie schnell sie einfach ist. Ich meine, man kann sie kaum treffen. Das ist schon krass. Gedopt hier. Ja, richtig krass, oder? Ja, Leute. Da ist schon mal das 1-0 für Bibi, ohne einen Hit abzugeben. Alter, es ist so OP, Leute. Diese Star Power halt auch, wie schnell sie dann einfach ist. Da kann Colt nicht so viel machen. Tatsächlich. Auch mit der Ult nicht. Oh, knapp, knapp, knapp. Ohne einen Schuss. Hier und das 2-0 für Bibi. Alter, richtig krass, Mann. Richtig, richtig krass. Damit der Sieg für Bibi, Leute. Bibi kommt ins Finale. Und wer wird der Gegner von Bibi sein, Leute? Ich bin sehr gespannt. Das nächste Halbfinale startet. Und zwar, das wird ein richtig heftiges Game, Leute. Der scheiß Boxer gegen Shelly. Das wohl spannendste Game bisher startet. Der scheiß Boxer gegen Shelly. Beides rein theoretisch Siegerkandidaten aus meiner Sicht. Also mega, mega heftig. Aber wir werden sehen. Und, ja, okay, natürlich Nahkampf ein bisschen schwierig, ne, gegen Shelly zu gehen. Aber was soll ich machen? Komm. Oh. Oh, yes. Oh mein Gott. Leute, da ist schon mal, glaube ich, das 1-0 für den scheiß Boxer. Richtig gut, richtig gut. Genau, und da ist es. Oha, das wird spannend, Leute, das wird spannend. Weiter geht's. Mhm. Ah, okay, das hast du schon gut gemacht, natürlich. Oh mein Gott. Was? Lol. Die Leiste, die war 1 Millimeter. Ja, jetzt habe ich die Ult, das hast du. Ja. Okay, also wenn man an der Stelle mit Shelly ist, dann muss das Tor eigentlich da sein. Und? Oh! Okay, Leute, 1-1. Achso, du gehst hier in die defensive Taktik oder wie sagst du? Du ja, möchtest du auf die Verlängerung spielen? Nee, ich brauche die Pussy-Leiste. Ah, achso, natürlich, Leute, ich habe schon wieder vergessen, das Wunderpflaster braucht er hier. Oh, nein! Digga! Nein, diese Ult immer. Alter, das ist so lost. Okay. 2-1 für Shelly, Leute. Okay, also. Das Rückspiel startet jetzt nochmal. Ich würde sagen, Atomax, versuch mal die Ehre des scheiß Boxers jetzt hier nochmal aufrecht zu erhalten. Shelly vs. scheiß Box, ihr habt gesehen. Shelly hat eben 2-1 was, glaube ich, gewonnen. Die Pussy-Leiste ist auf jeden Fall da, wie du sie eben genannt hast. Oh. Was? Oh. Wie ist der reingegangen? Okay, habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und ja. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, der ist einfach drin. Der scheiß Boxer ist rausgeflogen. Der scheiß Boxer ist rausgeflogen, Leute. Das ist richtig, richtig traurig. Und damit haben wir jetzt das Finale, Leute. Das große Finale, da gibt es auch kein Rückspiel übrigens. Ja, weil sonst wäre es ja nicht spannend genug. Und zwar gibt es im Finale tatsächlich das Battle Bibi vs. Shelly. Richtig heftig. 1 steht für und 2 steht für Dann würde ich sagen, Atomax, hau jetzt raus. Nummer 1 oder Nummer 2, das nimmst du. Ich nehme Bibi die Nummer 1. Du nimmst die Nummer 1. Das ist nämlich Shelly. Okay, Leute, er nimmt Shelly. Ich muss sagen, ich hätte auch gerne Shelly gespielt. Und das Finale wird natürlich stattfinden auf dem Superstadion, Leute. Wie soll es anders sein? In das beste Stadion hier. Okay, Leute, wir starten mal ins Finale rein. Wie gesagt, hier gibt es nur ein Spiel. Dieses Spiel entscheidet, Leute, wer wird gewinnen. Wir spielen auf dem Superstadion. Bibi vs. Shelly. Ja, also wir wollen jetzt mal an der Stelle einfach keine Prognose abgeben, Leute. Und wir sehen schon mal hier Atomax, während er versucht, seine Pussy-Leiste aufzuladen. Man kennt's. Ist natürlich stark, Leute. Ich habe natürlich den Knockback. Das ist schon in gewisser Weise natürlich eine Absicherung. Aber... Ach Mann, shit. Ich muss echt aufpassen hier. Oh mein Gott, direkt voll geheilt. Man kennt's. Okay, Leute, Alter, das wird ein spannendes Ding hier. Okay, erzählen Sie doch mal, Automax, was tun Sie hier gerade? Ich beobachte. Okay.
Oh, Leute. Aber das muss doch nicht das Tor sein. Ja, das muss doch nicht das Tor sein, denn ich habe auch Knockback. Nein! Nein! Als ob. Das erste Eigentor. Alter, als ob es jetzt im Finale ein Eigentor gibt, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, der Flame. Der Flame ist real. Der Flame ist absolut real. Also, ja, das war natürlich richtig, richtig mies jetzt an der Stelle, muss man echt sagen. Ach, mein Gott, ey. Ja gut, was soll ich machen, Leute? Es ist einfach passiert. Ja, ist halt hier. Digga, was? Nein! Chili hat gewonnen! Nein, Leute, nein! Oh mein Gott, es ist einfach Shelly. Also ich weiß nicht, ob sowieso nicht Shelly gewonnen hat, Leute. Der Brawler WM 2019 Weltmeister steht fest. Es ist Shelly. Und Shelly bekommt damit auch den Pokal überreicht. Und ja, herzlichen Glückwunsch an Shelly an der Stelle. Und Leute, ja, es war ein riesiger Fehler von mir gerade. Das ist so, als würde Manuel Neuer sich tunneln lassen und das Tor entsteht mit einem Cola-Ball oder so. Aber Leute, es gibt Dinge, die passieren halt, und das ist jetzt in dem Fall passiert. Man kann nichts machen, Leute. Die Brawler WM 2019 ist hiermit vorbei, Leute. Lasst nochmal gerne ein Like da. War auf jeden Fall ein richtig cooles Projekt. Und schreibt gerne, ob ihr sowas in der Art öfters sehen wollt. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.